Habt ihr den abgefunden? Noch nicht. Doch er war hier. Vielleicht ist er es noch. Habt ihr geprüft, wo das Feuer herkommt? Gehen wir. Die armen Mönche. Sie haben noch nichts getan. Ich kann es nicht fassen. Meine Herren, ihr kommt zu spät. Wo ist der Abt? Er versteckte sich in diesem Haus. Sie brannten es nieder. Auf der Flucht vor dem Feuer getötet. Der Abt ist nicht bei Ihnen. Seh drin nach. Er ist tot. Lebendig verbrannt. Loriot. Ist das der Abt? Diese Hunde lieben Feuer, oder? Das ist nicht der Abt. Nur einer seiner Anhänger. Sucht weiter. Wasserfässer. Umgekippt. Ein Strohbett. Feucht. Könnte sich der Abt gerettet haben? Er hat sich mit nassem Stroh geschützt. Und ist hinten raus. Vielleicht hat er überlebt. Wer immer überlebt hat, ist dort lang. Dann gibt's noch Hoffnung. Die Abdrücke sind tiefer, weiter auseinander. Er ist gerannt. Kommt her und kämpft! Alle Kriegschitschen sollten zur Schlacht. Sie sind das Beste. Was hat er sich angesehen? Warum ist ein Mongole? Was macht er denn? Halt leise. Sie haben am Rand des Wasserfalls gesucht. Mehr Blut. Er ist gesprungen. Blut auf den Felsen. Ist das eine Höhle? Nein, ist er...
Tut mir leid, Norio. Ohne seine Führung werden die Mönche gehen. Und der Tempel wird fallen. Die Mongolen haben gewonnen. Was ist da neben ihm? Ein Lotus-Sutra. Verfasst im Blut des Abts. Seine letzte Tat. Wie ein Samurai-Totengedicht. Die Bedeutung des Sutras ist, wir können alle Buddhas sein. Vom niedrigsten Bauern zum größten Adligen. Geschrieben im letzten Atemzug. Nicht für ihn selbst, sondern für die Hinterbliebenen. Zeigt das Sutra den Mönchen. Wenn sie die Hingabe des Abts sehen, könnten sie bleiben. Und dies ist das Sutra, das der Abt mit seinem eigenen Blut schrieb. Ein letzter Akt der Hingabe. Ein Aufruf gegen die Grausamkeit. Ein Ruf zu bleiben, nicht aufzugeben. Wir werden das Opfer des Abts ehren, Norio. Der Kushi-Tempel darf nicht fallen. Einst rettete uns Enjo, der Wächter. Jetzt haben uns sein Bruder und Fürst Sakai erneut gerettet. Und gemeinsam. Wir siegen wie die Mongolen. Jetzt müssen wir die Buddha-Statue finden. Was wollen die nur damit? Die Statue war hier. Ja, mein Herr. Die Mongolen stahlen unseren heiligen Buddha und ritten zur Küste. Wir finden die Statue und retten diesen Tempel. Nicht einmal euer Bruder konnte dieses Versprechen halten. Was ist denn passiert? Mein Bruder starb durch ein Mongolenschwert. Enjo, der Wächter, stirbt und diese Mönche wollen einfach so alles aufgeben. Sie sind Feiglinge. Sie sind Menschen. Enjo fürchtete gar nichts. Er war nicht mal 20, da rettete er den Tempel vor Banditen. Nun liegt es an uns. Wir müssen den Buddha finden und zum Tempel zurückbringen. Der Mönch sagte, sie bringen ihn zur Küste. Wir können ihre Spur aufnehmen. Ihr seid wütend. Woher wisst ihr das? Ihr seid so still. Ha! Es ist dieser Mönch. Er weiß nicht, wie mein Bruder Kushidera wirklich gerettet hat. Meines Wissens handelte Enjo allein. Nur nach der Legende. In Wahrheit befahl er seinen drei tapfersten Mönchen, die Banditen zu provozieren. Eine Ablenkung. Ein Opfer. Sie starben im Kampf, doch sie verschafften Enjo genug Zeit, die Banditen zu flankieren und den Tempel zu retten. Mein Herr, dort drüben! So kalt. Was ist passiert? Ich bin den Mongolen gefolgt. Habe sie angefleht, uns den Buddha zurückzugeben. Wo sind sie hin? Aus dem Wald. Richtung Hügel.
Möge euer nächstes Leben friedlicher sein als dieses. Er gab sein Leben für seinen Tempel, wie mein Bruder. Ihr tätet dasselbe. Ein Mongolenlager. Die Statue muss dort sein. Erst bestrafen wir sie für den Angriff auf den Tempel. Zieht eure Klingen! Sucht nach der Statue. Etwas Schweres. Es wurde geschleift. Hinüber zum Wasser. Da ist sie! Gefertigt aus einem Stern, der vor Jahrhunderten vom Himmel gefallen ist. Wunderschön. Auf der Insel gibt es nichts Vergleichbares. Bringen wir sie zurück zum Tempel. Enjo wurde zum Wächter, als Banditen den Tempel angriffen. Sie wollten diese Statue. Sie ist unbezahlbar. Bestimmt haben schon viele versucht, sie zu stehlen. Wie viele müssen zu ihrem Schutz noch sterben? Ihr wollt, dass sie geraubt wird? Nein. Doch der Tempel birgt viele Schätze. Das schürt Gier und Neid.
Fürst Shimura zeigte sie mir, als ich klein war. Ich war sicher, dass der Bildhauer Buddha persönlich kannte. Als ich klein war, kam meine Familie hierher, um ein Opfer für das neue Jahr darzubringen. Da beschlossen Enjo und ich, Mönche zu werden. Früher wusste ich, wofür ich kämpfe. Wir kämpfen für unsere Heimat. Mag sein. Mein Herr! Norio, habt ihr mit den Mönchen gesprochen? Ihre Entschlossenheit wächst, doch sie fürchten auch die Mongolen. Sollten sie auch. Wo sind denn alle? Am Fluss. Baden. Wäsche waschen. Wer kommt denn da zum Tempel? Sid, ein Mongole mit Todeswunsch. Er ist allein. Hören wir erst, was er will. Der Geist! Und der Bruder des Wächters! Ich überbringe eine Nachricht. Sprich! Der Geist und die Mönche haben dem Willen des Khans getrotzt. Ergebt euch und wir verschonen diesen Ort. Weigert euch und alle werden brennen. Wir ergeben uns niemals. Dann werdet ihr sterben. Die Mönche beim Fluss, sie sind schutzlos ausgeliefert. Dann werden wir sie beschützen. Ich kann nicht. Der Buddha, das Sutra des Abts. Sind sie mehr wert als das Leben dieser Mönche? Ich schaffe das nicht allein. Jahrhunderte des Wissens liegen in diesem Tempel. Er darf nicht verbrennen. Doch die Mönche lasst ihr brennen. Ich sterbe für diesen Tempel. Tut, was ihr tun müsst. Dann bleibt hier. Ich suche die Mönche am Fluss und bringe sie zurück. Die Mongolen kommen! Schnell weg vom Fluss! Ugh!
Nirvana. Weicht und findet die Hölle. Jagt die Mongolen zurück über den Fluss, mein Herr. Norio, was tut ihr? Der Tempel ist schutzlos. Tempel kann man reparieren. Leben nicht. Wir beschützen die Mönche bei der Pagode. Ich folge euch. Ihr alle, kommt mit uns! Lange.
Ah!